Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim KMK Magazin. Hier auf Baden TV alle Infos rund um Messen, Kongresse und Events der Karlsruher Messe und Kongress GmbH. Heute mit einer Spezialausgabe zu Europas Topschau für Unikate, zu Unique vom 4. bis zum 6. Mai auf dem Gelände der Messe Karlsruhe. Schmuck, Möbel und Accessoires. Die Unique ist auch in diesem Jahr wieder Entdeckungsplattform für neue Gestaltungs- und Materialkompetenzen angewandter Kunst. Über 300 Aussteller präsentieren wegweisend die Gestaltungstrends von morgen. Besucher dürfen sich auf ein breit gefächertes Angebot freuen. Ja, die Unique, die jetzt vom 4. bis 6. Mai bei uns in der Messe Karlsruhe stattfindet, zeichnet aus, dass es um all die schönen Dinge des Lebens geht, mit denen wir uns umgeben, aber nicht nur umgeben, sondern die wir auch tragen. Also sei es Schmuck, sei es natürlich Kleidung, aber auch Dinge, die wir in unserem täglichen Gebrauch haben. Es geht um die Werkstoffe Keramik, um Glas, es geht um Möbel, es geht um Interior Design, um Lampen. Also einfach wunderbare Dinge. Aussteller aus 21 Nationen präsentieren auf der 4. Unique ihre innovativen Ideen. Damit konnte die Messe für angewandte Kunst und Design auch in diesem Jahr wieder ihrem Anspruch an Internationalität gerecht werden. Ein anderes Augenmerk liegt auf der Qualität der Messe. Um die zu gewährleisten, wurden die 300 Kunsthandwerker von einer internationalen Fachjury ausgewählt. Und da geht es natürlich um ganz einfache Dinge, wie sind die gefertigt, also um die Qualität auch in dem Prozess. Aber es geht eben auch um Innovation, es geht um Design, es geht um, sage ich mal, moderne Dinge, die unser Leben begleiten. Also es ist ein sehr vielfältiger Prozess. Doch nicht nur Profis mit langjähriger Erfahrung haben die Chance, ihre Werke auf der Unique vorzustellen. Auch Branchenneulingen wird hier eine Plattform geboten. Wir haben natürlich eine Newcomer-Area und in dieser Newcomer-Area werden die neuesten Ideen der Designer, die vielleicht im Moment noch in der Hochschule sind oder gerade mit dem Studium fertig geworden sind, ihre Ideen, ihre Entwicklungen, ihre Produkte zeigen. Und das ist so zum mal reinschauen, was ist jetzt ganz, ganz neu im Designmarkt, eine wunderbare Gelegenheit. Diese Gelegenheit bietet sich auch Wiebke Goos. Die Designerin aus Karlsruhe wird mit ihrer jüngst eröffneten Galerie vertreten sein. Auf der Unique präsentiert sie Schmuck und Accessoires, darunter auch ihre eigenen individuellen Werke. Zum einen arbeite ich viel mit besonderen Oberflächenstrukturen, die teilweise auch durch bestimmte Herstellungsverfahren entstehen. Bei mir spielt oft eine Rolle die Verbindung von traditioneller Handarbeit und neuen technologischen Verfahren, die wiederum auch den Schmuckstücken dann einen ganz eigenen Charme und Charakter verleihen. Und außerdem noch als Zusatzkomponente die Materialien, die ich verarbeite. Das heißt, ich arbeite mit fair gehandeltem Gold, mit fair gehandeltem Silber und auch Fairtrade Edelstein, was, wie ich finde, auch den Schmuckstücken nochmal so einen ganz besonderen Wert verleiht. Einen weiteren besonderen Beitrag zur Unique liefert der junge Designer Jakob Schenk. Also auf der Unique präsentiere ich das Tischbeinsystem, nennt sich TIC. Das ist quasi eine Klammer aus Stahldraht, die ich an alle möglichen Plattenmaterialien ranklemmen kann und somit jegliches Brett oder eine alte Tür einfach in einen Tisch transformieren kann. Jung geht es auch beim Camp der Ideen zu. Auch auf der diesjährigen Unique präsentieren Studierende der Hochschulen von Karlsruhe, Straßburg, Basel und Offenburg pfiffige Ideen im Rahmen des Projekts Design am Oberrhein. Das kann man sich so vorstellen, dass wir diese Aktionshalle in der Messe als eine Art Foyer wirklich benutzen, um dort verschiedene Projekte zu zeigen, die an den Hochschulen entstanden sind, teilweise bereits in Kooperation mit den Hochschulen untereinander, aber auch in Kooperation mit Unternehmen. Und weiterhin wird es geben einen sogenannten Design Campus, den wir dort einrichten. Das wird ein Arbeitsplatz sein, an dem die Studenten dieser Hochschulen an realen Aufgabenstellungen aus der Industrie arbeiten. Ideen sammeln und austauschen, neue Designer kennenlernen und Bekannte wieder treffen. Die Unique ist als wichtigste internationale Messe des Spitzenkunsthandwerks eine ideale Entdeckungsplattform, aber nicht nur für Aussteller. Besucher erwartet in diesem Jahr moderne, angewandte Kunst aus dem Partnerland Finnland. Gerade der Norden hat sehr, sehr spannende Designansätze, die wir in diesem Jahr auch zeigen wollen hier auf der Unique. Und es sind auch entsprechend die Designverbände mit vertreten, die eben mit 14 Künstlern dieses Jahr präsent sind. Hey,
wunderbare Möglichkeit für diese finnische Künstler, die Besten von Besten in Europa, in der Welt zu treffen, sich zu vernetzen und eigentlich auch seine eigene finnische Arbeit zu zeigen. Mit Finnland gewinnt die Messe exzellente Künstler und Designer. Die Hauptstadt Helsinki wurde in diesem Jahr zur World Design Capital gekürt. Und ich denke, weil Helsinki eine solche sehr breite Design-Idee hat. Man denkt, dass Design ist nicht nur schöne Objekte zu machen, aber eigentlich das Leben in der Stadt durch Design besser für alle Leute zu machen. 14 Designer bringen vom 4. bis zum 6. Mai finnisches Flair in die Fächerstadt. Und auch hier reicht das Angebot von Mode bis hin zu Schmuck und Accessoires. Für finnische Handwerker oder Kunsthandwerker ist oft die gute Benutzung von originalen Materialien sehr wichtig. Und sie schauen ein bisschen, was passiert in der Welt. So eine überraschende Mischung kann es auch sein. Auf eine spannende Mischung freut sich auch Christina Bayer. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Kunsthandwerk und damit Partner und ideeller Träger der Unique. Die Bandbreite auf der Unique ist groß, ein sehr hohes Qualitätslevel. Man sieht das auch daran. Auch die Aussteller der Unique werden ja ebenfalls juriert. Außerdem haben wir sehr viele international renommierte Preisträger dabei. Wir haben viele Aussteller, die mit ihren Arbeiten in den einschlägigen Museen vertreten sind, sowohl innerhalb Deutschlands als auch auf internationaler Ebene. Persönlich freut sich die Geschäftsführerin am meisten auf die Sonderschau Just Ceramics. Dabei verweisen handverlesene Spitzenwerke auf die hohe Qualität heutiger Keramik der Moderne. Der Bundesverband Kunsthandwerk arbeitet da mit dem Keramikmuseum Westerwald und mit dessen Direktorin, der Monika Gast, zusammen. Und in dieser Ausstellung werden die Arbeiten von ganz bekannten Keramikern gezeigt, europaweit bekannten Keramikern. Wunderbare Stücke werden wieder jede Menge auf der Unique zu finden sein. Kunsthandwerker und Designer dürfen sich auch in diesem Jahr auf eine ganz besondere Anerkennung ihrer Arbeit freuen. Diese Anerkennung heißt WCC, Europe Unique Award for Contemporary Crafts. Da wird eigens eine Jury eingesetzt, die auch international komponiert ist. Und die Jury wird während der Vernissage am 3. Mai und auch noch am 4. Mai durch die Hallen gehen, wird die Aussteller an ihren Ständen besuchen und wird sich dann in eine Konklave, kann man sagen, zurückziehen und den Preisträger ermitteln. Welche Kunsthandwerke bei den Besuchern besondere Eindrücke hinterlassen, muss jeder Schmuck-, Möbel- oder Modeliebhaber selbst entscheiden. Mit Sicherheit ist aber für jeden Geschmack etwas dabei. Ja, nämlich auf alles. Es ist jedes Jahr, das ist ja die 4. Unique, sehr schwierig für einen selber, weil es so wunderbare Dinge sind, so einzigartige, dass man sich oft gar nicht entscheiden kann, welches kauft man jetzt, welches nimmt man mit nach Hause. Deswegen kann ich es ganz, ganz schlecht sagen, ob es jetzt der Schmuck ist, ob es Kleidung ist oder eben auch ein Möbelstück. Es werden wirklich wunderbare Dinge da sein. Das Gute daran ist, nicht nur Großverdiener werden auf der Unique fündig, Unikate und Sonderstücke sind für jeden Geldbeutel erschwinglich. Es fängt auch bei kleineren Produkten an, geht natürlich aber auch, wenn es im Schmuckbereich ist, mit Platin, mit Gold, natürlich sehr, sehr hochwertig, auch im Möbelbereich. Also dem sind keine Grenzen gesetzt, aber auch für den kleinen Geldbeutel ist Design erschwinglich. Ein Grund mehr, vom 4. bis zum 6. Mai in die Karlsruher Messehallen zu kommen und vielleicht mit vollbepackten Tüten voller Unikate, Innovationen und Neuheiten nach Hause zu gehen. Das war's für heute vom KMK-Magazin auf Baden TV. Alle Infos rund um die Messen, Kongresse und Events der Karlsruher Messe und Kongress GmbH. Heute mit der Spezialausgabe zu Unique 2012. Alle Infos unter messe-karlsruhe.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.